Ich habe als junge Lehrerin in einem sehr konservativen Mädchengymnasium in einer Gesamtkonferenz den Antrag gestellt, dass die Noten abgeschafft werden sollen. Und das war ein ganz furchtbarer Aufruhr dann in der Schule. Und die Lehrer haben mit den Fäusten auf die Tische getrommelt und gesagt, ich soll in die DDR gehen. Wir haben das dann hier in dieser Schule irgendwann erreicht, dass in der Klasse 5 und 6 es keine Ziffernoten gibt. Die Helene-Lange-Schule war 1905 das erste Gymnasium in Deutschland, das Mädchen zum Abitur zuließ. Hier war Enya Riegel bereits Schülerin und Anfang der 70er Jahre Referendarin. 1984 wurde sie nach Lehr- und Wanderjahren Direktorin der HELA, wie man die Schule in Wiesbaden nennt. Mitte der 80er Jahre konvertierte die ehrwürdige Anstalt zur Gesamtschule. Das war schon Enya Riegels Spur. Das Kollegium saß zu meiner Amtseinführung in Schwarz da. Die hatten alle Trauerkleidung angelegt, weil sie mich ja nicht haben wollten. Deshalb haben die auch mit mir nicht gesprochen. Ich habe ein Dreivierteljahr, musste ich, wenn ich mit jemandem sprechen wollte, ihn hierher bitten oder sie und sagen, können wir bitte mal darüber und so. Wenn ich das Lehrerzimmer betreten habe, war Schweigen. Die wollten mal gucken, wer stärker ist. Und ob es reicht, dass ein Kultusminister mich hier reinsetzt gegen ihren Willen und ob sie da nicht mehr Macht haben. Wenn man Schüler lässt, wenn man sie nicht immer bremst, dann sind Schüler zu sehr viel höheren, auch geistigen Leistungen fähig, als wir in der Schule immer glauben. Und zur Leistung gehört auch, dass Schüler lernen, selbstständig zu werden. Wir verlangen von ihnen harte Arbeit. Aber gerade die Anstrengung macht auch die Befriedigung aus. Denn wenn ich mich wirklich mal angestrengt habe und gespürt habe, hier, was ich eigentlich hier oder hier wirklich bringen kann, was ich leisten kann, erst dann bin ich ja dann auch mit mir zufrieden. Eine Schule, die viel verlangt, muss auch viel geben. Das war die Grundidee von Anfang an. Den Schülern schulden die Erwachsenen eine gute Atmosphäre. Es wurden Wände eingerissen, Schülertreffs entstanden, Zwischenräume, Möglichkeiten zur selbstständigen Arbeit. So begann die innere Umgründung der Schule. Und mit dem Wändeeinreißen setzte die Schulleiterin ihr Zeichen, selber handeln. Wir haben dann bei der Stadt Wiesbaden erreicht, dass sukzessive jedes Jahr ein Stockwerk die Wände eingerissen wurden und ein Klassenraum, ein großer Klassenraum, wie Sie hier sehen, geopfert wurde. Und wir damit Reviere schaffen konnten. Immer 4 Klassenräume, ein Schülertreff, in dem Schüler in Gruppen arbeiten können oder Theater spielen können oder handwerkliche Dinge machen können. Und ein kleines Lehrerzimmer, in dem die Lehrer, die diesen Jahrgang unterrichten, dann auch wirklich da sind und von den Schülern angesprochen werden können. Wir wollen, dass Kinder sich hier zu Hause fühlen, dass sie wissen, wo sie hingehören, dass sie auch Verantwortung übernehmen für die Räume. Den Schülern und den Lehrern wird es sozusagen gegeben, damit sie etwas Gutes daraus machen. Deswegen sprechen wir jetzt drüber. Juhu! Ja. Auch Lust auf die Rassen, vielleicht können wir hinterher noch ein Indianer machen. Ja. Sind noch Wortmeldungen oder können wir es entscheiden? Jetzt wird's ernst. 5 mal 10 hoch 2 plus. Besucher staunen über die entspannte und konzentrierte Arbeitshaltung. Schüler strengen sich an und fühlen sich wohl. Beides zusammen führt zu hervorragenden Leistungen.